weil beide Spieler ihren Seed hart outplaced. Mir wurde auch gesagt, dass das zu erwarten war von Justin. Ich war nicht so ganz up to date, was seine Results angeht. Aber ja, nach diesem Showing werde ich die auf jeden Fall beide deutlich stärker seeden müssen. Und ich bin mal gespannt, also vielleicht schafft es ja auch einer von den beiden, Weiße zu besiegen und dann gegen SDN zu reißen. Also immer noch der Endboss hier aus dem Norden, SDN. Okay, patient. Gucken, ob er gepunished wird. Okay, kommt on stage, nur ein Grab. Das ist auf jeden Fall worth gewesen, einfach mal ein bisschen stallen. Der Flügel ist noch on point. Müssen wir mal schauen. 105%, okay, er versucht es einfach mal. Mit einem Up-Smash hätte man machen können, auf jeden Fall. Gerade wenn Fox hier für diese Nair-Setups geht. Nair Up-Smash. Jetzt im Moment, keiner von den beiden schafft es, hier irgendwie reinzukommen. Aber Justin poked langsam, macht immer mehr Damage. Irgendwann killt alles. F-Tailed war sauer, gespottet. Prozent, das ist auf Fox natürlich schon sehr viel. Und der Kill hier von Justin. Mal schauen, wie lange den Stock halten kann. Auf jeden Fall patient auch gerade wieder, ja. Oh, was, 35? 35%, okay. Das war kein Wunder, dass er das macht, diese Stall-Taktik. Wenn er 35% von einem Move machen kann. Waren das wirklich 35% nur von diesem einen Move? What? Insane. Sorry, immer noch ein bisschen husten. Lange kommentiert heute. Okay, also wir sehen immer noch sehr defensives Play von Justin, aber so langsam Adapted Fuego hier gerade mit dem Down Smash schafft es den Stock, die Stock Lead hier auszugleichen. Okay, ich sehe Cruel kommt, ich sehe Skeddy kommt und ich sehe, dass ich gleich gehe. Adios, amigos. Okay, also, ja, wie ihr sehen könnt, ist relativ even. Bisschen Prozent Lead. Upsi. So, hier, komm. First game hier auf Fuego Loyal und Justin 85-5. Wow! Oh, was geht ab hier? Okay, gerade ist angefangen. Okay, Fox klar, gegen Sephiroth. Könnte schon spannend werden. Könnte sehr spannend werden. Okay, hier sehe ich auch Chat, oder was? Okay. Alles klar, perfekt. Perfekt. Okay, okay. Oh, 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 oh. Der oh. Fernseher hier, der will sich ausschalten. Hallo, da jemand? Okay, alles klar. Erstes Match. Justin hat sich den Stock geholt. Jetzt hier Puigolo mit 1 Stock mit Fox gegen Justin. Justin. Ja, starker Sephiroth auch, ne? Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall sehr. Schön weg, ja? Immer scary gegen Sephiroth. Sephiroth. Okay, schöne Back, ja. Aber das schafft er locker noch. Ist halt die Frage, wie killt er ihn jetzt, ne? 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 Wie killt er ihn? Okay, 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 okay. Last Stock. Das war eine unstable, ne, own shield. Ja, und jetzt hier, erstes Game, das ist auch schon so fürs Gefühl ist auf jeden wichtig, Fall entscheidend. Ist wichtig, ne? Ist wichtig. Schon wichtig. Ist wichtig fürs Selbst. Ey Leute, schreibt mal alle rein, wichtig. Was geht ab hier im Chat? Seid ihr da oder was? Seht ihr euch das heftige Set gerade rein gegen... Up-Smash. Also, schön reingelaufen. Boah, ey, so schnell geht das auch, ne? Ja, 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 wenn ja, einmal ja nicht aufpasst. Heftig. Aber nicht. Ui! Ja, mal kurz rein. Ja, oder ein bisschen kurz rein. Kurz rein. Komm mal hier rein. Rein, komm mal hier rein. Ja, okay, okay. Erstes Match. Ja, Fuegolo holt seine heftige App raus, guckt erstmal nach. Was? Ja, der guckt erstmal nach. Ey, man muss sagen, einmal Shoutout auch hier nochmal im Stream an. Fuego Elo, der Boy ist gut geworden, Digga, wirklich. Der ist wirklich gut geworden. Ja? Mhm. Kannst du ein Lied von singen? Ein Lied. Ja? Mhm. Hat dir gerade auch ein bisschen auf den Kopf gegeben. Ja, war schon ernst, war schon ernst. Ja, 3-1, das war eigentlich auch ein heftiges Set. Das wäre geil, auch on-stream gewesen. Ja, das stimmt. Muss man sagen. Nächstes Mal, nächstes Mal, nächstes Mal. Ja? Ey Leute, nächstes Mal. Nächstes Mal.
Ich habe gesehen, Yoshi's Story ist die Stage-Wahl von Fuegolo. Sieht so aus. Schauen wir mal, wen er nehmen wird. Das hat auf jeden Fall auch eine heftige Brille auf, Digga, muss man echt mal sagen. Das ist echt heftig. Cool. Sieht so ein bisschen aus wie, wie heißt der Film? Fear Love in Las Vegas oder so? Weißt du? No, I mean? Mit Johnny Depp. Johnny Depp. Geiler oh. Film. Young Link. Young Geiler Film. Link wird kommen. Ich kann euch sagen. Geiler Film. Young Link. Young Link. Okay. So, Game 2 on Yoshi's Story hier mit Fuegolo. Okay, der Boy ist geswitcht auf Young Link. Link. So ein cooler Char. Aber richtig eklig genießt. Robert Art 98 sagt Fuedo Time. Ja, mal schauen, Digga. Robert Art, ja, sehen wir mal. Mal schauen, Robert. Heute ist ein guter Run für ihn. Ja. Aber ja. Justin hat das erste Match geholt, ne? Aber jetzt hier Young Link. Ja, aber jetzt. Schauen wir mal, was wird, ne? Ey, schauen wir mal, was wird. Was wird? Jo. Ja. Oh, fieser Handy-Grabber. Okay. Ja, gut. Oh, okay. Okay. Ja, stabil, stabile Kombos. Solider Anfang jetzt hier für Fuegolo Time. Jetzt muss er wieder ein bisschen. Ja, die Nähe auf Shield ist brutal. Oh, richtig fies. Okay, abgerufen. Noch eine Bombe. Oh. Und. Tot. Oh, tot. Und tot. Oh, da ärgert sich Justin bestimmt. Das hat er nicht so geplant. Weiß nicht, also er hat eben gegrinst. Aber ich glaube, es war nicht geplant. Ja, vielleicht hat ihn das auch gefreut. Man weiß nicht. Man kann immer nur mutmaßen. Also richtig guter Lead jetzt vorhin. Ja, das ist richtig gewesen. Aber jetzt könnte auch gefährlich werden. Okay, oh, schön abgewartet. Schön abgewartet. Hatte, wusste er. Ey, late hatte, wusste er. Late up B. Okay, Reverse B. Okay. Oh, jetzt wird das scary. Ja, ganz easy. Ja, ganz wichtig für Fuegolo. Oh, da geht er doch. Ein paar Prozente aufzubauen. Nein. Ja, schön. Ja, ja. Macht das wirklich macht stabil. Okay. Oh, geht er nicht rein? Okay. Das ist sehr gut. Aufpassen. Gemacht. Ja, schön gelandet. Oh, die Mewtwo Dash Attack. Boah, aber nee, Abwehr. Ja, tot. Ja, die Abwehr ist auch eine heftige Range. Ne? Ist schon heftig. Aber sag mal, wenn er seinen dritten Flügel bekommt, also seinen einen Flügel, den dritten Sprung, ne? Zweiten Sprung, ne? Dann ist er doch noch stärker eigentlich. Oder wie ist das? Oder hat er nur einen Jump mehr? Ich glaube, der hat einfach nur einen Jump mehr. Ja, ne? Glaube ich. Ja, echt? Ich glaube auch. Das ist auch schon eine coole. Okay. Oh, das aber ist Sephiroth ist halt ultra leicht, ne? Mhm. Aber so echt. Mit Snake Killsen bei 100% locker mit Abdel. Ja, und auch. Nicer Read. Das ist halt auch das Ding, dass man sieht es jetzt auch in diesem Matchup hier, es läuft sehr viel besser für Fuegolo. Oh. Einfach weil Young Link auch wirklich gute Kill-Options hat an sich, ne? Okay. Ja. Oh, schade, ja. Microspacing war fast on point. End point. Es geht ab, end point. Also richtig. Schau mal an, end point. Richtig stabiler Lead für Fuegolo. Das sieht echt gerade sehr gut aus für ihn. Justin muss hier richtig Dampf machen nochmal. Muss man richtig reinhauen. Er muss richtig Dampf machen. Ist halt aber auch nicht einfach, weil junger Link ist halt so klein. Mhm. Sephiroth muss ihn schon immer perfekt treffen. Ja, das ist auch scheinbar eine ganz guter Stage-Pick gewesen für Fuegolo, ne? Early Kills natürlich auch hier durch die Belastung. Jo. Von Joshis. Er muss aufpassen. Oh, okay, ein bisschen aggressiv. Er muss ihn hinterher jagen. Weil ja. Ist so. Boah, hä? Wie ging das denn? Verstehe ich jetzt ganz nicht. So, Fuegolo muss jetzt mal wieder ein paar Pfeile ballen. Mhm. Okay. Wow. Oh, fieses Messer. Und jetzt kommt der ganz langsame. Boah. Okay, das war's nicht. Das war's noch nicht ganz. Das ging und reingerollt. Man darf nicht reinrollen. Ging es okay, wieder. Oh no. Oh, und dann das Self-Kill. Oh. Nicht so. Nicht so, Justin. Nee, nicht so. Bitte nicht. 1-1. 1-1, ey. 1-1. Moin. So's. Wake up! It's the birth of the month. Wir gehen auf die Stage. Ich sag's dir, PS2. Let's go! Robert sagt ja. Ich sag auch ja. Zu einem Crazy People! Set. Was geht ab, Josie? Crazy People! Josie 19-1. 9-1-1. Josie 191. Oh, das ist ein hohes Alter, Digga. Josie, Respekt. Respekt geht raus an Josie. Josie McJosie. Okay.
Alles klar, 1-1 jetzt hier. Wir schauen mal, ob der jetzt. Wir schauen mal. Ey, lass mich ausreden. Okay. Oh. Wir schauen mal, ob der Stage Pick. Hast du den Grab gesehen? Oh, ah ja, sexy. Beauty, beautiful. 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 Aber ey, lass mich ein bisschen ausreden hier. Und pass auf, was sagst du? Also, neuer Stage Pick hier. Was sagst du zur Stage? Boah, ja, da hat ja Justin das erste Game gewonnen. Ja. Stimmt, aber jetzt ist ja ein ultimativer Lead gerade wieder schon, ne? Ja, das war halt auch gegen Fox, ne? Das ist jetzt hier nochmal wieder ein anderes Matchup. Boah. Das hat eben gut funktioniert und funktioniert hier auch wieder sehr gut. Also, da baut er jetzt auch die Percentage-Lead hier krass aus. Schön, schön, schön. Schöne Abwehr, die 100 Jahre geht. Mhm, aber Weekend natürlich, kein Kill. Ich sag doch, Digga, der hat so viele Kill-Options gegen Sephiroth. Stark. Stark, nur stark. 17%. Ja, heftig, ey. Boah. Richtig heftiger Lead hier ausgebaut. Also der Elo. Wechsel auf Young Link war... Zahlt sich aus bisher auf jeden Fall. Ah ja, ja, guck dir das an. Boah. Oh, was war das denn, ey? Down-Tilt und dann hat das Bad the Booty. Also man muss echt sagen, ne, Fuego Elo, Digga, der hat echt aufgedreht. Ja, aber richtig. Ist echt gut geworden jetzt in letzter Zeit. Freut mich für den auch kleinen Jungen. Freut mich für den kleinen Jungen. Der Kleine, der macht echt... Einfach die Down hier, Rainer. Rainer. Oh, Pfeil. Eine. Oh, schöner Lied. Oh, was? Ja. Oh, er zaubert. Also, er zaubert hier. Was macht er? Das sind brutale Reads. Let him cook, Digga. Let him cook. Justin weiß gar nicht, wohin mit sich. Kann man nicht anders sagen. Also, es wird hier. Finden. Es wird hier wirklich. Kein Anschluss unter dieser Nummer. Kein Anschluss unter dieser Nummer. 885. Oh, nee. Ja, kommt der easy aber unter der 17 erreicht man gerade auf jeden Fall. Gute Confidence, aber schöner Kill hier. Ja, geredet den. Zumindest auf even Stock gebracht. Und hier, aber da hast du den einfach weggehauen. Und so ganzer Stock-Lied. Ey, ganzer Stock-Lied. Leute, ganzer Stock-Lied. Das ist schon was hier. Wahnsinn. Sehen wir nochmal eine schöne Combo jetzt hier. Fuego. Okay, erstmal kommt Justin. Komm. Robert hat gesagt, das ist Fuego-Time. Ja, wollen wir jetzt schon Fuego-Time sehen, aber das sehen wir auch. Sehen wir auch. Ja, guck das an. Das ist schon wieder. Oh, okay. Trotzdem kling, schnitzend. Ja. Ein zu doller Punish. Oh, schön. Ja, das sind Prozente, die brauchen. Diese Fair Castle Drag Down, Down Tilt, Digga, das ist schon. Brutal, ne? Brutal. Das war ein sehr guter Read. Also wirklich. Ein guter Read, aber auch viele Options gecovert da, ne? Mit dem Upsmash. Na, hätte auch einfach chillen können, ne? So ist nicht. Ja. Okay, watch out. Bam. Bumm. Okay. Bam. Wir sind auf ein Stock runter hier und jetzt wird's richtig spannend. Was? Justin kommt nochmal zurück. Sehen wir hier? Okay, was geht ab? Was geht ab? Boah, Justin bekommt das Momentum jetzt gerade ab und fühlt es. Okay. 81, das. Nichts entschieden hier gerade. Das sah gerade noch ganz anders aus. Jetzt wird's ein bisschen schwierig. Ein ganzes Stock schon mal aufgeholt gerade. Okay. Schwierig. Jetzt wird's auch gefährlich. Es wird gefährlich. Er muss ganz deep gehen. Alles gut. Situation. Oh. Schöner Grab und einfach war's. Weggetreten. Einfach weggeworfen. Einmal links raus. Einmal in die Brust getreten. Heftig, ey. Hat er das doch noch gemacht. Ey, aber das war krass. Nochmal fast Comeback gemacht hier von Justin. Das war heftig gemacht von Justin. Jetzt wird nochmal spannend jetzt. Heftig. Jetzt ist die Frage... Im Last Game, okay, Fuego Elo ist kurz aufgestanden, macht vielleicht kurz Moonwalk raus, aber gleich geht's wieder los. Ja. Naja. Ja, das war echt nochmal spannend, hätte ich gar nicht gedacht, Alter. Das war ein ganz komisches Match irgendwie. Er ist so richtig Momentum auf Fuego Elo. Und dann Justin plötzlich hat er gesagt: Nee, Digga, das lasse ich mir nicht gefallen. Hat nochmal richtig aufgedreht. Man kann fast sagen, es war schon irgendwie so Last Hit Situation. Ja, doch, war schon. Ja. Mit Rage so, Sephiroth. Mit Rage ist schon scary. Kann man nicht anders sagen. Ey, oder wie kann man das sonst sagen? Kann man nicht anders sagen. Geht nicht anders. Nein. Es geht gar nicht anders. Gut, können wir nicht durch. Ja, okay, die sind irgendwie fleißig am Reden da. Mal schauen, was jetzt passiert. Wahrscheinlich gehen die wieder auf PS2. Das war ja. Ey, Pein in der Pfanne auf da hinten. Ciao, Ma. Es geht weiter in wenigen Sekunden. In der Zeit könnt ihr ja jetzt hier vielleicht mal in den Chat schreiben, was ihr predicted. Wer holt das Ding hier noch? Weil gerade eben, das sah schon auf jeden Fall scary aus. 2-1 kann man gar nicht Fuego-Lo. Sagen. 2-1 Fuego-Elo, natürlich jetzt hier schon Lead ausgebaut, aber
Nichts entschieden. Vielleicht nimmt Justin das Momentum von eben gerade mit und... Ja, war ein gutes Comeback. Steigt jetzt hier entsprechend ein. Schauen wir mal. Grab war auch risky eigentlich eben, ne? So der Grab von Link und Young Link ist halt gefährlich. Das bei hohen Prozenten. Wo kommen wir jetzt hier? Okay, Robert Art sagt 3-1, holt das Fuego Lolo. Okay. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, nachvollziehbare Spekulation, aber... Spekulation. Aber es ist wieder halt ein guter Aufbau hier von Fuegolo. Ja. Ist die Frage, wie wird Justin antworten? Das ist die große Frage. Mm. Fragen wir uns. Und bisher ist das hier... Ja, okay. Ein nettes Neutral Game. Justin holt jetzt ein bisschen Prozente auf. Aber es ist auch schwierig, einfach durch diese Mauer zu kommen bei Young Link. Das stimmt. Da braucht man einfach auch diese Patience. Nicht nur gutes Mindset, sondern auch echt einfach Geduld und Durchhaltevermögen. Aber so ultra. Ultra. Oh, okay. Schöner Read. Ja, doch, kann man machen. Ja. Okay, Boomerang. Pfeil. Okay. Flügel, fieser Flügel ist da. Oh ja, das hat noch getroffen. Okay. Down here, das war lustig. Und jetzt sind wir auch schon im Kill Percentage. Ernste Klaviermucke im Hintergrund. Mhm. Bam. Oh, ja, okay. Okay. Nice Face auch am Start. Was geht ab, Nice Face? Die haben beide so krass improved. Ja, auf jeden safe. Fall. Wahnsinn. Auf jeden Fall. Wahnsinn, das ist echt Wahnsinn. Hey, Shoutout hier an Nice Face an der Stelle. Was geht ab, Diggi? Wir wollen dich auch mal wiedersehen hier, an bitte. Den danke. Boy hier, an den Boy, der Nice Face. Der Nice Face. So, beide nice wieder. Face. Beide auf Two Stocks. Beide auf Two Stocks, Digga. Beide krass einfach, ne? Ich hatte Justin gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, so, aber doch. Heute performt er auch heftig hier, ne? Ja. Schon crazy. Ich glaube, er hatte mal so eine Pechsträhne gehabt, wo er immer Neunter wurde. Oder immer Siebter, ja, irgendwie okay, sowas. Okay. Eins von beiden auf jeden Fall. Ja, heute läuft's besser. War immer Fünfter? Und für Fuego Edo hier, ne? Also ist auch schon crazy. Auf jeden Fall. Und der, neuer Wind. Ja, neuer Wind. Ey, neuer Wind ist auch immer gerne gesehen hier, ne? Und das finde ich auch so geil an Smash, weißt du? Es gibt so Charts, die viel gespielt werden, weil sie einfach gut sind. Und dann kennt man diese Charts aber auch mit der Zeit. Die Matchup-Erfahrung ist dann da, ne? Gerade auf Tourneys und so. Und dann kommen plötzlich Leute, die leben irgendeinen Char, der einfach so ein bisschen... Einfach, ja, den die Leute nicht so auf dem Schirm haben, weißt du? Und kommen dann so um die Ecke und die Leute verstehen ihn nicht, so wie am Anfang so Duckhands und so, weißt du? Und plötzlich performen dann so Leute aus dem Nichts irgendwie. Das ist einfach geil bei Smash. Ja, das ist... Oh, okay. Oh, schöner Fair Dragdown. Mhm. Oh, war nicht so fair... Nee, das war kein Dragdown, aber... Ja, das war fair Cancel so mäßig, ne? Mhm. Ja. Oh, der Upsmash killt noch nicht. Okay, Rage hätte nicht. Das gekillt gerade. Ja, auf jeden. Aber schon knapp, ne? Ja. Okay. Oh, rausgefallen. Das habe ich ja auch noch nie gesehen. Nee. Ganz cool. Wie wird Fuego Elo jetzt hier... Das runterspielen. Unmöglich zu punishen, die Abi. Also Justin hier im potenziell letzten Stock. Oh. Scary. Muss jetzt aufdrehen hier. Muss jetzt aufdrehen. Fuego Elo spielt das aber jetzt gut runter hier aus der Distanz. Ja, ja. Versucht er noch ein bisschen Lead auszubauen und. Okay. Boah, okay. Die Fair erwischt ihn. Ja, weiß ich nicht, ob da vielleicht auch ein bisschen ungünstig ist, die Ei mit dem Spiel war gerade. Nee, ja. Schwierig. Das war kein Tipper, F-Tilt auf jeden Fall. Mhm. Tippert der? Ja, der tippert. Ah, okay. War eben das wusste ich auch gar nicht. Okay. Wir kommen hier zusammen jetzt aufs letzte Stock. Und schön, hier, fiese Geister. Ja, Heartbreed. Oh ja, nein, hey, das klappt nicht. Oh, aber Fuego Elo auch hier. Der will jetzt auch das Ding zumachen. Okay. Aber Justin, man merkt richtig gerade. Momentum bei Justin, der will das Ding nochmal drehen. Er gibt das nicht einfach so auf. Er gibt das nicht ein. Und der Reed war vielleicht sogar da. Vielleicht war die Execution nicht so ganz da. Aber gestorben wäre auf jeden Fall nicht. Noch nicht. Also, jetzt muss aufpassen. Scary. Oh, er springt immer so heftig rum. Oh mein Gott. Darf nicht so rum. Springen. Oh, und Fuego Elo jetzt hier auf jeden Fall auch. Bisschen aggressiver. Nein. So. Oh, und bisschen zu aggressiv. Darf er nicht machen. Oh mein Gott. Die Nerven gehen gerade durch. Irgendeiner wird sich das holen. Fuego Elo will das den. Weil die Frage noch. Gott, er will den Sack zumachen hier. Aber Justin sagt nein. Oh, Digga, nice, ich will noch nice ein bisschen bleiben. Er will noch einmal spielen. Oh mein Gott. Digga, das ist gerade krass. Was sehen wir hier? Oh, schade. Und der Erdot. Und die Becke. Offset-Situation. Nee, das wird noch nichts. Oh ja, okay. Oh, ja. Und die Fähre, was war das? Das war der F-Tilt. Digga. Okay, 2-2. Jetzt wird's super ultra. Alter, Leute, was ist das für ein Set, ja? Alter. Digga, 2-2.
krasses Comeback gerade hier von. Auf jeden Fall. Von Justin. Justin hat das Ruder hier noch gerissen zu einem 2 zu 2. Heftig. Jetzt wird's. Boah, ey, Leute. Da geht mir die Pumpe schon beim Zuschauen, ne? Ich will gar nicht wissen, wie es den beiden geht. Was geht ab, Leute? Sebi auch am Start. Erstmal, was geht ab? Nächstes Mal bitte hier sein. Ne? Ja, sehr close gewesen, Robert. Ja, puh, heftig. Total. Boah, Digga, das war echt. Was soll man dazu sagen? Spricht für sich. Oh, das ist so ein krasses Hin und Her. Also da kann man echt gar nichts mehr sagen. Ne? Also es war im letzten Game ja auch so, dass Fuegolo einen guten Lead hatte. Und eigentlich das Game schon drin. Mhm. Aber Justin wollte, er hat noch gefightet. Er hat richtig gefightet. Ja, auf jeden Fall, die 3-1-Prediction geht schon mal nicht auf. Wir sehen hier ein 2-2 und zwar richtig knappe Kiste. Und jetzt freuen wir uns auf das letzte Match. Auf Holobastian. Oh, shit. Das wird spannend, das wird wirklich sehr spannend. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Ich habe so ein bisschen das. Nee, ich weiß nicht, was. Nee, wir gucken. Wir gucken uns das an. Bei wem sind die Nerven noch nicht ganz so blank? Und jetzt baut Justin hier mal ein Lead auf. Ja. Das war bisher immer, ich glaube, bei jedem Match sogar umgekehrt bisher, bis aufs erste. Mhm. Da hat Justin eigentlich immer krass noch aufgeholt zum Ende. Letztes Match sogar geholt dann noch. Ja, kein Jump mehr. Und hier baut er aber jetzt erstmal dich auch den Lead auf zu Anfang. Ja, nee, alles even hier. Aber jetzt sind wir wieder alles even. Das geht so schnell. So schnell auch bei Jan. Mhm. Mhm. Ist halt, ey. Oh, schön. Der Heartbeat. Schön rausgerollt da. Ja, da hat er, bleibt er patient. Schöner guter Tag. Ja, und sehr noch guter Tag. Sehr on schön. Geairdodged. Aufpassen, Bumerang. Optimal. Oh. Boah. Ich glaube, er hat noch einen. Ja. Was macht er jetzt? Jetzt wie wird es jetzt? Okay, einfach nichts passiert. Man sieht auch manchmal gar nicht, was da passiert bei dieser fetten Explosion. Schade. Nee, das will ja nicht locken. Aber Und die Backair oder was war das? Ja. Oh, und das ist jetzt ein guter Lead für Justin. Ja. Gefährlich für Fuego. Sehr, sehr gefährlich. Und wir sehen das erste Mal, glaube ich, jetzt genau seit dem ersten Match ein Early Lead jetzt für Justin. Ja. Jetzt genau umgekehrt. Und jetzt ist Ole in der Situation, das Ding umdrehen zu müssen. Ja? Mhm. Crazy. Aber es könnte schnell gehen. Ja, er macht hier gut Druck gerade, bringt ihn jetzt auf über 100%. Potenzielle Kill Percentage. Wollte ihn locken. Ja. Schön wäre es gewesen. Okay. Schon wieder rausgekommen da irgendwie. Ja. Okay. Spannend. Ja, das war's. Ja, ein bisschen zu harter Reader. Das war... Das war nicht optimal. Nicht optimal, richtig. Hat auch gar nicht viel gebracht, also. Hätte ein bisschen Prozente aufgebaut, aber das war schon ein bisschen sehr risky. Und das weiß er auch. Jetzt weiß er es auch. Und mal gucken. Wird Fuegolelo hier, könnte er irgendwie antworten auf irgendeine Art und Weise. Ja, also wir sind auf jeden Fall wieder ein Stück näher dran hier, ne, an dem Even Game. Und solche Fehler darf sich Justin nicht mehr erlauben. Nicht in diesem letzten Game jetzt hier. Die werden schon Running F-Tilt. Er lebt noch. Ja, aber gefährlich. Schöner Lead hier, den er wieder ausbaut. Was sehen wir hier? Down Air. Pfeil. Oh, schöner Spot Dodge. Ujinga. Okay. Das ist wirklich sehr spannend. Gott. Kann Fuegolelo sich hier noch irgendwie ein paar Prozente aufbauen? Die Dash Attack. Einfach weggefetzt. Mhm. Und das ist jetzt ein sehr potenziell sehr letztes Stock für Fuegolelo. Der muss jetzt hier aufdrehen. Bleibt da patient. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass er jetzt zu aggressiv geht. Aber Justin auch einfach mit dem Momentum hier, wie er es aufbaut. Justin, was machst du? Was ist das für Momentum? Oh mein Gott. Und die Downair. Oh mein Gott, und er trifft ihn. Schön gespielt. Schön gespielt. GG's. Tiger. Was war das? Justin hat das Ding gedreht, Digga, aber richtig. Der Stock hat er richtig geklaut. Das war crazy. Stark gemacht von Justin. Schade für Fuegolelo, aber auch sehr gut gespielt, wirklich. Justin am Ende einfach ein bisschen mehr die Patience, ein bisschen mehr das Momentum gehabt.